Das war kurze Sprache, meine Muttersprache, das ist die syrische aramäische Sprache, die bald vielleicht verschwinden wird, leider. Weil in unserer Heimat ist Genozide dauernd. Dieser Film ist für mich sehr wichtig, wegen verschiedener Gründe. Erstmal die 1915 Genozid gegen Christen im damaligen Osmanischen Reich ist wegen Armenier sehr bekannt, aber die Assyrer sind nicht so bekannt, weil wir haben keinen Staat. Und zweitens, weil wir hatten keine vielstädtische Bevölkerung, die schreiben könnten. Deswegen, dieser Film ist ein erster Versuch, Genozid von uns zu anderen Völkern auch zu erzählen. Diese Genozid nennen wir bei uns Seifo. Und Seifo ist in unserer Sprache Schwert. Das heißt, man hat unser Volk früher auch, nicht nur in 1915, mit Schwert getötet und deswegen da war ein Begriff für die Bevölkerung. Für mich persönlich gibt es noch eine andere Sache. Ich habe nie meine Opa oder Oma gesehen, weil die sind in 1915 entweder getötet oder vertrieben. Mein Vater, als 19-jähriges Kind, musste sehen, wie seine Eltern getötet wurden. Nach zwei Tagen zwischen Leichen, eine Kurde hat ihn geholt und hat gesagt, alle Christen sind getötet. Was sollst du machen? Du kannst nicht Christen bleiben, komm zu uns. Bleibe bei uns, sei Kurde, sei Muslim. Mein Vater hat ein Jahr mit dieser kurdischen Familie gelebt und in erster Gelegenheit geflohen, zurück zu seiner Heimat gekommen, aber waren keine Eltern. 1915, 24. April, man hat die armenischen Intellektuelle von Istanbul mit dem Bahn zum Tod geführt. Unsere Leute haben das gehört und sie dachten, das wird gegen uns auch. Und tatsächlich ist im Juni angefangen, der osmanische Armee mit Kurden und andere islamische Völker uns attackiert. In meiner Heimatstadt in Midyat, unsere Leute haben versucht, Widerstand zu leisten, aber da war Staatsmacht stark. Im Unterschied zum Armenier, wir hatten keine Partei, keine Verein, keine nichts. Und der letzte Haus, das Widerstand geleistet wurde, ist mein Geburtshaus. Deswegen, man hat unsere Leute wie Schafe in diesem Haus geschlachtet. Als ich Kind war, bei uns jede Frühling werden die Häuser gestrichen, wegen Ungeziefer und auch wegen Schönheit, aber trotzdem, obwohl ich 25 Jahre später geboren bin, man konnte einen Meter bordeauxfarbenes Blut sehen. Dieses Blut steht immer noch da. Weil türkische Leugner behaupten, das gab nie sowas und so weiter, der Blut ist immer noch da zu sehen. Und in diesem Film, sie haben in meinem Geburtshaus etwa 5 Minuten gedreht. Ich bin seit 1975 nie in der Türkei, ich kann nicht in der Türkei, weil ich war politisch aktiv gewesen und deswegen ich kann nicht. Ich war in der Türkei in Antep. Gaziantep nennen sie jetzt Türkei, im Gefängnis. Und der Gefängnis war armenische Kathedrale. Da stand noch Kreuz auf der Kathedrale. Dann ich war 2 Jahre später in Nevşehir in einem Gefängnis. Und dieses Gefängnis war eine griechisch-orthodoxe Kirche, wo die Ikonen noch zu sehen waren. Das heißt, der Genozid ist nicht 1915, sondern hat weiter gedauert. Das ist so meine persönliche Beziehung mit dem Genozid. Aber die Mörder haben ihre Ziele nicht erreicht. Meine Eltern haben jetzt, ich weiß nicht ganz genau, ich schätze um 60 Kinder, Enkel und Enkelkinder. Also wir sind da und wir werden unsere Geschichte erzählen. Almanca bilmeyenler için biraz da Türkçe anlatmak istiyorum. Almanca'da anlattığım gibi babam bütün ailesini kaybetti ve küçük yaşta yetim kaldı. Benim doğduğum evde Süryaniler koyun gibi kesildi, kanları orada duruyor.
Ne benim babamda, ne bende, ne bizim ailede Türk düşmanlığı veya Müslüman düşmanlığı yok. Bütün bunları bilmemize rağmen ben Midyat'ta büyüdüm. Midyat'ta bizim Kürt ahbaplarımız var, Müslüman ahbaplarım var. Her zaman benim Türk arkadaşlarım var. Hiçbir zaman katliamdan dolayı bütün Türkleri düşman görmek gibi çocukça ve ilkel bir düşünceye kapılmadım. Şimdi de burada bir sürü Türk arkadaşım var. Ama biz hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız çünkü 300 bin ile 500 bin civarında insanımız öldü. Kaldı ki benim doğduğum Midyat'ta biz %90 iken şu anda biz %2 civarındayız. Bu arada 2 Temmuz'da Sivas'ta otelde canlı canlı yakılan Alevilerin kaderinin de bizim kaderimizle aynı olduğunu zikretmek istiyorum. Ben onların, o öldürülen insanları da kendi ailemden öldürülen insanlar gibi görüyorum. Bizim davamız aynıdır. Aynı şekilde 3 Temmuz 2014'te Musul ve Şingal'da Yezidi kardeşlerimize yapılanı da aynı görüyorum. Yezidi kardeşlerimiz de bizim gibi soykırıma uğramışlardır, uğruyorlardır. Onların da davası bizim davamızdır. Aslında gerek otel yakma, gerekse Musul'daki katliam ilk değildir. Daha önce bir sürü bunun gibi tarihte benzer şeyler var ve Müslüman halklar şimdiye kadar bu konuda özür dilemediler. Hatta savunanlar var bunları. Mesela şimdi biliyoruz Şengal'da kızları pazarda satıyorlar. 1915 senesinde Ermeni ve Süryani genç kızları Cizre'de sattılar, resimleri var. Pazarda kızlar pazarlanıyor, köle olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Filmi gördükten sonra sorularınız olursa tekrar cevaplayabiliriz. Teşekkür ederim.